Was verändert so ein Ding für dich und vor allem auch für die Mannschaft, für den Verein vielleicht sogar? Ja, ja, erstmal ist natürlich, wir wollen diesen Moment genießen und nicht zu weit nach vorne schauen. Aber natürlich, das war etwas, was wir seit sehr langer Zeit uns gewünscht haben, wofür wir gekämpft haben. Und wir waren, wenn man überlegt, ich bin seit 7 Jahren bei RB und wir waren zweimal Vizemeister, zweimal Dritter in der Bundesliga. Dritter Pokalfinale, Halbfinale Europa League, Halbfinale Champions League, ist schon sehr, sehr beeindruckend, was wir bisher geleistet haben. Aber dieser letzte Schritt hat immer gefehlt und jetzt haben wir gestern gemacht. Dieser erste Titel ist da und wir können jetzt wirklich ja, befreit weitermachen. Und das ist einfach sehr wichtig, wichtig für unseren Verein, für die Stadt, für die ganze Region. Das so viele Leute freuen sich und wir sind einfach froh, dass wir das geschafft haben. Flo, wird es den Verein verändern, auch das Standing von RB Leipzig in Deutschland in der Bundesliga? Erstmal sind wir ja sehr zufrieden mit dem Standing in der Bundesliga, auch wenn das der ein oder andere aus anderen Städten vielleicht nicht nachvollziehen kann, wenn wir in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen halt so viele Fans haben und da die deutliche Nummer 1 sind in der absoluten Zahl. Aber natürlich verändert das Standing auch nach außen für die Spieler selber, dass sie natürlich auch ihre Zukunft bei einem Titelanwärter sehen können und sehen werden, dass wir unseren Verein natürlich ganz noch nachhaltiger aufstellen können und diesen Durchbruch geschafft haben, wie Piet eben schon gesagt hat, mit Halbfinale Euroleague, Halbfinale Champions League, Vizemeisterschaften, 5-mal in 6 Jahren Bundesliga für die Champions League qualifiziert und den Pokalfinals, die wir jetzt nicht gewonnen haben, dass wir jetzt den Durchbruch mit dem Titel geschafft haben, das ist so und das wird weitergehen. Also wir wollen weiter angreifen und dementsprechend die Mannschaft weitestgehend zusammenhalten und die nächsten i-Tüpfelchen setzen. Oh, weiter angreifen. Jetzt müssen sich die in München warm anziehen, oder? Ja, ich glaube, wir wissen die Situation auch in der Bundesliga. Bayern ist sehr dominant in der Bundesliga, aber wir haben eine sehr gute Rückrunde gespielt. Die Rückrundetabelle auf Platz 1 gelandet und so wollen wir auch natürlich weitermachen. Wenn wir diese Konstanz behalten können, dann natürlich wird das am Ende nicht so klar wie diese Saison. Und das ist natürlich, das muss unser Ziel sein für nächste Saison. Habe ich das gehört? Die Meisterschaft muss unser Ziel sein. Habe ich das richtig so verstanden? Nee, das Ziel sein, dass wir nicht... du hättest die Nachfrage lassen. Ja, Alter. Eine Frage zu viel. Eine Frage zu viel. Ja. Nein, aber Piet, du bist den letzten Titel, den du geholt hast vor diesem Pokal. Das war in Österreich noch. Genau. Deutscher Meister bist du da. Deutscher Meister in Österreich. Österreichischer Meister geworden. Wie groß ist das Verlangen, auch die deutsche Meisterschaft dann zu haben? Und findest du den Pott schöner als die Schale? Oder was hättest du gerne noch so im Trophäenschrank? Ja... Ich würde den noch mal gerne haben. Also, es ist am Ende so, wir Fußballer spielen für Titel. Wir spielen dafür, dass wir etwas Großes erreichen. Und das ist jetzt hier in Deutschland das Erste. Wie du gesagt hast, in Österreich habe ich 2-mal den Double gewonnen. Es wäre natürlich sehr schön, noch mal was anderes noch dazu zu holen. Aber wir wissen, dass es brutal schwer ist. Aber es ist noch mal eine sehr große Aufgabe. Wir wollen erst diesen Moment genießen. Das ist einfach großartig, was gestern passiert ist. Und diese Momente muss man auch feiern und erleben. Und das werden wir jetzt tun. Und absolut. Dann nächste Saison, wir greifen nochmal.